Axel Funke, nach zweijähriger Umbauzeit wird die Königsgalerie morgen eröffnet. Gab es viel Stress? Ja, es gab viel Stress. Die Baumaßnahme ist in mehrerlei Hinsicht komplizierter, wenngleich sie kleiner ist als das Forum. Zum einen ist es eine Mischung aus Altbau und Neubau. Darüber hinaus gab es noch Denkmalthemen und das Baufeld ist viel kleiner. Das heißt, die ganze Baulogistik war deutlich schwieriger. Insofern haben wir schon noch deutlich Stress, ja. Aber alles gut gelöst. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Die Mall ist fertig und das ist das Wichtigste, die Verbindung zwischen Kuhstraße und Sonnenwall herzustellen. Und wir starten mit motivierten Händlern. Nicht alles konnte leider fertiggestellt werden, aber das wird in der nächsten Woche nach und nach geschehen. Insofern können sich die Duisburgerinnen und Duisburger darauf freuen, dass das Angebot sich hier noch ständig erweitert. Was ist jetzt neu für die Duisburger? Ich glaube, die ganze Atmosphäre und was wirklich in der Struktur neu ist, ist, dass dieses Gebiet eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg immer ein Gebiet war, in dem der Handel nicht funktioniert hat. Und das wird sich wesentlich ändern. Diese Verbindung zwischen der Altstadt und der Königstraße und dem Sonnenwall wird deutlich gestärkt. Es gibt einen klaren Rundlauf in einem modernen, aber dennoch sehr freundlichen und sehr einladenden Gebäude. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass das ein neues Highlight für Duisburg ist. Ihr Slogan, die Stadt blüht weiter auf. Kann man den bestätigt sehen? Ja, ich glaube, wer hier reinkommt, kann sie bestätigt sehen und bin hoffentlich kommen in den nächsten Wochen viele Duisburgerinnen und Duisburger und überzeugen sich selbst davon. Herr Funke, vielen Dank. Gerne.